spüre die Blutgier. Die lästigen KDK greifen die Königin weiter an und werden sofort abgeschmettert. Die Königin bin übrigens ich. Mich musste noch nie einer beschützen, das steht mal fest. Ich kann mir selbst helfen, auch auf so einem barbarischen Planeten wie diesen. Aber mich mit den Raiders zusammenzutun, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Wir sind wie eine Familie. Seit Scooter nicht mehr da ist, habe ich auch sonst... Lil, was zum Teufel ist mit dir? Ihre Tattoos sind weg. Lilith ist keine Sirene mehr. Heißt das, Tyreen hat jetzt Lils Kräfte? Machen wir die Schlampe platt und holen sie uns zurück. Seid ihr irre? Ich sage, wir bleiben und bauen eine Festung. Wie Claptrap sagt, so wie jetzt stehen unsere Chancen gegen die Kalypsos gleich null. Tyreen will die Macht der Kammer und es gibt sonst keinen, der sie stoppen kann. Wir müssen vor ihr dort sein. Ich bin zwar keine Sirene mehr, aber ein Crimson Raider, wie wir alle. Ich bin bei dir, Lil, durch dick und dünn. Und du weißt, wer hier was ist. Das sag ich doch die ganze Zeit! Dann der sichere Tod. Ich verpasse doch keine Gelegenheit, eine Kammer zu studieren. Also gut, legen wir los. Los geht's! Weiter nach Promethea! Hey Lil, ein Schiff ohne Namen aus dem Orbit zu fliegen bringt Pech? Es hat bereits einen Namen. Sanctuary. Kammerjäger, komm her. Tennis hat recht. Tyreen ist jetzt gefährlicher als jemals zuvor. Sie hat eine Armee, die Karte und meine Sirenenkräfte. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Claptrap, welche Informationen haben wir über Promethea? Promethea, eine schillernde Metropole und der Hauptsitz der Atlas Corporation. Vom technologischen Standpunkt her, der fortschrittlichste Planet in diesem Teil der Galaxis. Atlas, ah. Wir müssen sie dazu bringen, uns bei der Suche nach der Kammer zu helfen, bevor die Kalypsos sie finden. Killer, stöpsel den Astronaut-Chip ein, damit wir Kurs auf Promethea setzen können. Okay, dann nichts wie weg hier. Haltet euch fest! Dieses Baby hat einen Implosionsantrieb, damit muss man echt vorsichtig sein. Eine kleine Fehlberechnung könnte dieses Abenteuer ganz schnell beenden. Langweilig! Ich hab alles im Griff! Auf nach Promethea! Claptrap, warte! Was hast du getan? Jetzt schwebe ich also. Wie originell. Was zur Hölle? Unsere Hülle ist gerissen! Der Druck fällt ab! Keine Spur mehr von dem Riss in der Höhle. Das liegt daran, dass mein Arsch zwischen diesem Schiff und dem Vakuum da draußen klemmt. Mein Arsch hat eure Arsche gerettet. Sekunde, ich starte den Schwerkraftgenerator neu. So fliege ich nicht gerne. Gut, dass es vorbei ist. Verdammt, der Antrieb ist im Arsch. Navigation und Schub genauso. Bis die Systeme wieder online sind, treiben wir im Weltraum. Ellie, wie lange wird das dauern? Ruhig, Blut, Lil. Ich arbeite ja schon daran. Tu, was du kannst, aber schnell. Kammerjäger, geh und sieh nach dem Rest der Crew, falls jemand Hilfe braucht. Claptrap, lass deinen Arsch auf diesem Loch. Worauf du dich verlassen kannst.
Du hast einen guten Waffengeschmack, das muss ich dir lassen. Verwüstung, Kammerjäger, schnell! Tut doch etwas! Ist das Ding an? Test, Test. Hey, Kammerjäger, wir haben eine Gelegenheit für dich. Das willst du nicht verpassen! Wir sind gerettet! Dieser Roboter ist irre! Klappe, er hat doch gesagt, er bestraft uns, wenn wir irgendwas sagen. Claptrap, hast du die Crew eingesperrt? Die intergalaktischen Praktikanten, / Sklaven? Nudel! Ich hab sie alle in eine kleine Kammer gesperrt, um ihre Treue zu garantieren. Das ist Management für Anfänger! Ich sage das nur einmal. Keine Sklaven. Eine Woche keine Sklaven. Verstanden. Rekrut, da ich meine Gefängniszellen nicht mehr verwenden kann, kannst du eine davon als Schlafkoje haben. Hallo, folgt dem klinischen Klang meiner Stimme. Tanis, wo bist du? Mach dir um mich keine Sorgen, mir geht's gut. Ich muss... Danke für die Hilfe, Kammerjäger. Aber erwarte jetzt keine Rabatte. Du kannst allerdings ein SDU von deinem alten Kumpel Marcus annehmen. Je mehr du tragen kannst, desto mehr kannst du von mir kaufen. Diese inneren Organe sind echt eigenartig. Oh, jemand wird sterben. Einen Moment. Ich hab's gleich. Dir ist schon klar, dass ich mich jederzeit selbst zerstören und uns beide umbringen kann, ja? Ja? Soll das ein Witz sein? Ja, schleimig. Beeil dich, wenn ich sie töten, ja?
am Preis. Jetzt, wo du mehr tragen kannst, kannst du auch mehr kaufen. Schon witzig irgendwie, oder? Das ist eines der besten SDUs, die du kaufen kannst. Also kauf es schon. Ah, ein guter Start, aber reicht es? War schön, mit dir Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Super, Kammerjäger. Ich habe das Problem gefunden. Ein kaputter Entropiebeschleuniger. Ich habe Ersatz im Frachtraum. Hilfst du mir? Das ist cool. Wir sind ein echt cooles Paar. Das heißt, ich bin cool und du siehst cool aus, wenn du mich in der Hand hast. Aber das ist echt cool. Entropiebeschleuniger ist keine große Sache. Ich habe reichlich Ersatzteile im Frachtraum und noch was Besonderes für dich. Scheiße, wir müssen wohl den Druck aus dem Frachtraum ablassen. Nicht sein. Aber wenn Öl nicht in den eisigen Schlund des Weltraums gesaugt wurde, sollte er noch einen Entropiebeschleuniger übrig haben. Wohin gehen wir danach? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte jetzt etwas Sushi killen. Jetzt wach schon auf, Earl! Unser Schiff ist am Arsch und wir brauchen deine Hilfe! Was willst denn du? Einen Entropiebeschleuniger. Ich bin beschäftigt. Verpiss dich! Gib mir den Entropiebeschleuniger, Earl! Ich sehe deinen Namen nicht an der Tür, wie immer du heißt. Gib mir das Teil oder ich verbieg dich zu einer Brezel und tunke dich in Salzlauge! Schon gut. Ich würde ja gern gegen was Wertvolles tauschen, aber du hast ja nichts. Also zieh Leine, du Schmarotzerin. Ich hatte einen echten Scheißtag. Nerv nicht. Du hast einen Scheiß. Kein Deal. Du Kammerjäger, er hat sich da drin verschanzt. Wir müssen ihm geben, was er will. Wir brauchen Iridium. Geh zur Bar und sprich mit meiner Mama. Sie hat für alle Fälle von jeder Währung was da. Den du dich anlegst mit mir! Endlich jemand, der auch mal eine Kugel einstecken kann. Ich heiße Moxie. Und du, Zuckerschnute? Ich bin Flag. Deine Pheromone sind überwältigend. Schuldig. Pfoten weg von unserem neuen Kammerjäger, Ma! Wir sitzen in der Scheiße! Wir brauchen Iridium, um das Schiff zu reparieren!
Hast du mal meine Spielautomaten ausprobiert? Vielleicht hast du ja Glück. Wo ist mein Sandwich? Ich bin genauso gut. Warum haben Sie mich nicht gewählt? Oh, jetzt mach ich schon irgendwas. Nur weil ich digital bin, heißt das nicht, dass ich mich nicht zu Tode langweilen kann. Na, sieh mal an. Du hast ein echtes Händchen dafür. Komm ruhig wieder, Zuckerschnute. Ich kenne noch ein paar andere Spiele. Okay, Kajon, gib dieser Kackfresse Öl, was er haben will. Das hier ist ein Schwarzmarkt. Kauf was und verschwinde! Wer hat Lust auf tödlichen Spaß? Was ist? Gefällt dir nichts? Ich kann deine Visage nicht mehr sehen. Verpiss dich! Du kannst das verdammte was weiß ich was haben. Komm bloß nie wieder! Was für ein Scheiß! Jetzt installier schnell den Entropiebeschleuniger! Wir müssen uns beeilen! Ignoriere sie, wir haben zu tun. Kammerjäger, verschwinden wir hier. Und diesmal wirklich. Bring uns nach Promethea. Es geht los. Angekommen. Immerhin. Was zur Hölle? Eine Malevon-Flotte.
Ich dachte, das sei ein Atlasplanet. Hier ist was faul, Lil. Da hat offenbar noch jemand ein Auge auf Promethea geworfen. Kammerjäger, hier rüber. Weißt du, ich habe gehört, wie einer gesagt hat, er hasst deine Lieblingsband. Was ist? Nimmst du das einfach? Hör zu, wegen der Sache auf Pandora. Nichts darf uns aufhalten. Du wirst für mich einspringen müssen. Kann ich mich auf dich verlassen? Ja, Commander. Wir sind jetzt ein Rudel. Gut. Nehmen wir Kontakt mit Atlas auf. Wenn jemand weiß, wo die Kammer ist, dann sie.